Schnell, den Abakus gezügt unter dir, Knecht der Zahlen. Dann? Wenn ich 20.000 Gold für ein Schiff brauche und nochmal 2.000 für die Verpflegung, dann macht das wie viel zusammen? Also zwei Kugeln nach hier und auf der unteren Leiste ein Merken und dann... Ein solches Unterfangen erfordert demnach eine finanzielle Ausstattung von 22.000 Goldmünzen, Don. Exzellente, ich bin bereit und willens, derart finanziell ausgestattet zu werden. Don? Gold, Zahlewicht. Warum bin ich wohl sonst in einer Bank? Ihr wollt 22.000 Goldstücke, Don? Si, si. Als Kredit? Si. Ohne dass ihr auch nur eine Spur irgendwelcher Sicherheiten vorweisen könnt? Gibt's ein Problem? Der ungewöhnliche Senior wünscht einen ebensolchen Betrag. Noch ungewöhnlicher als der Mann, den MG als Frau spricht. Ja, ja, si, si. Hä? Er möchte Gold und vergisst dabei anscheinend die Bedürfnisse der Bank. Soll ich ihm einen Finger abschneiden? Also einmal Knochen brechen mit allem inklusive. Na, da lag ich gar nicht mal so falsch. Halt, Lutscher, diesen nicht. Ja. Schaff ihn herauf, Luca. Und keine Fragen, du weißt, das liegt dir nicht. Ja, Herr. Kommt mit, Don. Der Herr scheint etwas Besonderes mit euch vorzuhaben. Flinke Füße. Hier geblieben. Die andere Richtung, Don. Ich bin entzückt. Und habe keinerlei Angst. Der Größenunterschied macht mir überhaupt keine Sorgen. Nein, nein. Tretet heran, Don. Ich meine, tretet heran, Don. Ihr wollt also von meinem Gold, Don? Sie? Viel Gold? Ja, sie. Ihr wisst, ich bin... No. Luke, erzähle unserem Gast, wen er vor sich hat. Ja, Herr. Kleiner Don, hier steht Mario Monetari gegenüber. Nicht vergessen, Kinder, wenn ihr einen Nachnamen habt, der irgendetwas bedeutet, dann wird sich auch euer Leben entsprechend entwickeln. Oder er hat sich den Namen einfach erkauft. Ah, wie scheitert unser Gast bereits von mir gehört, Lucha. Luca, du Lutscher. Man erschätzt keine Frechheiten. Frechheiten mit 3H? Ach, das ist schon wieder die nächste Rechtschreibreform. Na. Mein Herr ist ein sehr geduldiger Ehrenmann. Sisi! Aber wenn man den Herrn erzürnt, wird ganz schnell feststellen, dass es auch in den Hals reinregnen kann. Oh, ich trete vom Geschäft zurück. Aber, bester Don... Woher die plötzliche Schüchternheit in finanziellen Dingen? Das passt so gar nicht zu eurem Ruf. Mein Ruf? Ich lebe davon, stets informiert zu sein. Und ich lebe gut davon. Und ein Vöglein trug meine besonders interessante Nachricht zu. Oh, interessant genug, dass ich euch die Gelegenheit ergreifen lasse, mit mir ins Geschäft zu kommen. Natürlich beruht ein Geschäft immer auf Gegenseitigkeit. Werter gleichberechtigter Pranger Partner. Partner. Für den Anfang leiste ich meine kleine Gefälligkeit. Ich bin sicher, ihr werdet mir den Wunsch nicht abschlagen. Ich weiß nicht. So ist es doch. Wer könnte so ein Angebot schon ablehnen? Höre nur, Lucha! Wir haben es mit einem ebenso verständigen wie aufgeschlossenen Edelmann zu tun. Also keine Knochen brechen, Herr. Aber, Lucha, wie unartig von dir, so etwas in Gegenwart unseres lieben,
kleinen Dons zu sagen. Don, ihr seid auf dem besten Wege, eure Reise finanzieren zu können. Wo ich bin, ist Gold. Gold! Ich biete euch meine Freundschaft an, Don. Ah, Ben, das war mein Lieblingsfinger. Und nun zu der... Er hat eigentlich den Ring geküsst. Und nun zu der kleinen Gefährlichkeit. Vor der Bank steht eine jammernde Alt und schädigt mit ihren Fantastereien meinen untadeligen Ruf. Kümmert euch um dieses Problem, Don. Wie? Wie soll ich? Überrascht mich mit eurer Fantasie, Don. Und nun möchte ich euch noch, nicht noch mehr von eurer Zeit stehlen. Sie ist sehr freundlich, Pate. Und da ist ja auch schon die Tür. Don! Vergesst eure Gefälligkeit nicht. Vergesst sie ja nicht. Ist er der richtige Herr? Wir werden sehen, Lucia. Schlimmstenfalls verlieren wir einfach nur einen kleinen Don im großen Spiel. Worüber lachen wir? Du liebe Zeit, Don, worauf habt ihr euch da schon wieder reingelassen? Wo warst du überhaupt? Unzuverlässiger Pedro! Unsichtbarer Pedro! Sei unbesorgt, so entsagender Pedro, denn Don hat die Dinge wie gewohnt unter Kontrolle. Gott, Pedro, schon bald haben wir ein Schiff und waren ins Goldland. Ich spüre, wie sich alles zum Glücklichen wendet. Oh ja, sehr gut, jetzt kann ja nichts mehr schief gehen. Außer wenn alles schief geht. Fantastico, mein Guthaben ist schon wieder um eine Null reicher geworden. 0,00 ist immer noch Null. Neulein habe ich auch. Oh. 10 Goldmünzen. Hihi, hat sich das Ganze doch gelohnt? Oho, oho, also Zahlungsbelege. Habt ihr denn etwas zum Auszahlen, Don? Hinterfrage nicht jede der gewaltigen Bemerkungen deines Dons, erbsenzählerischer Pedro. Pardon, Don. Und auch hier. Was habe ich dir gerade gesagt? Tauber Pedro? Kann mir wie aus der Kanone geschossen. So, 333 Gold, wenn das nichts bedeutet, dann weiß ich auch nicht. Je, das Häuschen ist so teuer und die Bank mit Zinsen oder droht mit Pfändung. Oje, altes Mutschin, nun ist aber Schluss mit der üblen Nachrede. Wie bitte, ich höre nicht mehr besonders gut, edler Don. Da versucht man es im Guten mit Einfühlungsvermögen und Diplomatie und dann ist die Oma renitent. Da leben auf Hidalgoart. Schieb die Oma aus der Stadt. Du hast es selbst gelesen, Hernando hat alles versucht. Jetzt gilt's, stupse diese unselig, der Wahrheit verhaftete Oma hinfort. Schieb die Oma aus der Stadt. Ich glaube, die Oma sollte blinken, tat sie aber nicht. Schieb die Oma aus der Stadt, da muss sie hin. Oh, ich habe den Pfeil nicht gesehen. Schieb die Oma aus der Stadt. Falls du dich verbaust, verlasse einfach kurz das Spielfeld, in dem du beispielsweise ein Haus betrittst. Und kehre wieder zurück. Das hilft, denn die Oma will ja immer an derselben Stelle meckern. Oh, ich verstehe. Jetzt verstehe ich auch, warum plötzlich eine Nonne steht. Stand die schon immer hier? Der Herr strafe euch, Don. Ihr seid ein furchtbarer Mensch. Ein ganz furchtbarer Mensch. Nonno. Okay, also müssen wir jetzt die Stadt benutzen, um die Frau irgendwie rauszuschieben. Okay. Finde ich gut. Sollen wir sie hier hinschieben? Vielleicht dort? Wir können ja schon einmal den Weg vorgehen. Vielleicht müssen wir auch die Umgebung verändern. Nee. Aber könnte ich mir gut vorstellen. Schieben wir sie einfach nach unten. Ich habe leider nicht gesehen, wohin wir müssen. Das ist das Problem. Hui. Ach, einfach gegen die Nonne und dann... Ah, bla bla. Ah, dort ist der Pfeil. Habe ich nicht gesehen. Weiß auf weiß verträgt sich nicht gut. Ich meine weiß auf rosa. Ich meine... Aha. Was denn? Der Herr strafe euch, Don. Ihr seid ein furchtbarer Mensch. Ah. Zum Glück tragen wir einen Helm. So.
Das wäre erledigt. Nun holen wir uns unsere wohlverdienten 22.000 Gold. Und das Ganze hat nicht einmal einen Haken. Ah, wie ich höre, habt ihr das störerische Mundchen entfernt, oder sollte ich besser sagen, wenn ich nicht mehr höre? Wie ich nicht... Was? Wie ich nicht mehr höre. Hernando erhält für seinen Sieg über das alte Mundchen 100 heldische Erfahrungspunkte. Er ist ein Bezwinger. Ein Drachenbezwinger. Bekomme ich jetzt mein Gold? Gestattet mir, euer maßloses Ansinnen einfach zu übergehen, edler Don, und die nächste Gefälligkeit zu leisten. Ah ja. Oder hat Hernando das gerade gesagt? Hab ich hingesehen. Mein Herr wünscht, dass ihr etwas für ihn am Hafen erledigt. Wendet euch in der Taverne an die Wirtin. Wie ich lese, heißt sie Maria. Oh, Maria, natürlich. Es gibt ja nur eine Maria in der Stadt. Im Land. Im Land. Und mein Gold. So sehr mir eure Verwegenheit auch imponiert, ausgerechnet Geschäfte mit meinem Herrn zu machen, ist mir eine Antwort jedoch untersagt. Bankgeheimnis. Okay, auf zum Hafen. Die nächste Gefälligkeit. Mann, das ist doch alles nur Spielzeitstreckung. Nö. Es macht Spaß. Das ist die spaßigste Spielzeitstreckung ever. Gerne mehr davon. Hernando schickt mich. Ja, das ist schön für euch, Don Hernando. Die meisten kommen auch in ihrem eigenen Namen hierher. Ich meine, Monetari schickt mich. Nicht so laut und... Ich meine den Mann, dessen Namen man nicht aussprechen darf. Nur guck nicht so naiv, Don. Wer Monetari sagt, meint was Illegales. Das muss nicht jeder mithören. Trink, Sanchez, trink. Zu hören, lenk dich bloß vom Schnaps ab. Prost. Hört, Don, schafft mir ein gewisses Fass in der Taverne. Aber gebt Acht, dass es unentdeckt bleibt. Vor allem die Wachen geht das nichts an. Was denn für ein Fass? Nicht alles, was ich ausschenke, würde der Obrigkeit gefallen. Zwinker! Sucht das Fass im Hafen und bringt es her. Ihr erkennt es leicht am roten X. Das rote X markiert die Stelle. Sisi! Also ganz schnell dorthin. Warum flüstert ihr, Don? Was mit X? Das war wohl nix. Bringen, nicht erwischen lassen, klar. Aber wo genau soll es hin? Ah, jetzt steht doch natürlich eine Wache. Ah, claro. Fass schieben. Hüte dich vor den Sichtpfeilen des Wächters. Das Fass darf nicht hineingeraten, sonst weiß die Obrigkeit mehr, als sie soll. Und mehr, als sie überhaupt kann. Aber mich darf sie sehen. In mir steckt zwar auch eine ganze Menge Illegalität, aber auf andere Art und Weise als in diesem Fass. Okay. Das ist aber ein gelb-orangenes X. So funktioniert das. Gut. Huch, Bild flackert. Ja, das war wohl nix. Fass mit X, das war wohl nix. Neuer Versuch. Das war knapp. Aber das haben wir hinbekommen. Moment, wenn wir es jetzt hier hochschieben, haben wir immer noch Platz, es nach rechts zu schieben. Gut, das funktioniert. Aber wir dürfen nicht aus Versehen ins Haus gehen. Ich hoffe, das passiert uns nicht. Nein, gut. Da hat der schlaue Real Troll mitgedacht. Nicht so wie Pedro. Hui. Blinde als Metal Gear Soldaten. Aha, sí, bueno, Sanchez. Oder so. Monetares Fässer haben einfach das gewisse Extra. Zwinker! Ja gut, dann haben wir jetzt auch die Sache erledigt, den Gefallen. Und jetzt hätte ich gerne meine 22.000 Gold. Oder noch ein Minispiel. Ist mir völlig egal. Denn das Spiel macht Spaß. Mein Herr lässt mich euch seine Glückwünsche für euren Erfolg mit dem Fass übermitteln, Don. 150 Erfahrungspunkte. Bekomme ich jetzt mein Gold? Gold nach nur zwei Aufgaben, Don. Habt ihr vergessen, mit wem ihr euch eingelassen habt?
Erst wird mein Herr seinen Vorteil aus seinem geschlossenen Geschäft, aus dem geschlossenen Geschäft pressen. Aber verzagt nicht, Don, ihr seid nah dran. Herr Monetari betrachtete die ersten beiden Gefallen als eine Art Prüfung, ob ihr tatsächlich der Richtige seid. Frohlockt, Don, ihr habt euch als würdig erwiesen, einen wahrhaft gefährlichen Auftrag zu übernehmen, der nur allzu leicht euer Leben kosten könnte. Bueno, endlich! Herr Monetari trachtet nach gewissen Plänen, die er durchaus als für seine Augen bestimmt ansieht. Bedauerlicherweise liegen sie unter Verschluss. Sie befinden sich im Hochsicherheitswachhaus am Hafen, Don. Eine kleine Hilfe kann ich euch gewähren. Das ist eine Zugangserlaubnis. Dieser beinahe echte Passierschein, lag ich noch gar nicht mal so falsch, wird es euch ermöglichen, das Wachhaus zumindest zu betreten. Das Weitere liegt dann an euch, Don. Minispiele oder nicht entdeckt werden. Oder Menschen töten. Oder bewusstlos schlagen. Oder brutal aufschlitzen. Wieso sagt mir das Monetari nicht alles selbst? Weil es nach Lage der Dinge natürlich absolut im Bereich des Wahrscheinlichen liegt, dass ihr bei diesem Wagnis scheitern werdet, Don. Solltet ihr die Folter lange genug überleben, um aussagen zu können, bliebe mein Herr davon unberührt. Die Spur führte allenfalls bis zu mir. Copyright und so, oder was? Viel Glück, Don, viel Glück. Außerdem sind auf dem Papier nur die Fingerabdrücke des Kassierers. Oder so. Ja, jetzt kommt mir nicht mit Fingerabdrucknahme gab es zu dieser Zeit noch nicht. Ja, ist mir durchaus bekannt. Nanu, nanu, wollen Sie ehrlich sein, dieser Bereich ist gesperrt. Aber nicht für Besucher mit einem echten, ungefälschten Passierscheinwächter. Da. Ah, das ist natürlich etwas anderes. Wartet, ich gebe euch sogleich den Weg frei. Jeden Augenblick. Es kann sich nur noch um Tage handeln. Ach, zu dumm, mit der schweren Hellebarde ist es aber auch wieder nicht so einfach. Könnt ihr mich nicht einfach zur Seite schieben, Don? Aber bitte auf die von euch aus linke. Ihr ahnt ja nicht, was dieser Vogel sonst wieder mit meiner frisch geputzten Rüstung anstellt. Das Huhn dort oben? Schubidubidubi. Auf die linke Seite, Don. Na, verdammt. Danke. Und zurück. Viel Vergnügen im Hafen Hochsicherheitswachhaus, Don. Hurra. Ich freue mich schon auf die kleine Tour. Wer wird unser Führer sein? Zu eurer Linken seht ihr Gefangene, zu eurer Rechten Gefolterte. Oh oh. Elfli. Öffne. Wie habe ich ihn gesprochen? Ich weiß es nicht mehr. Sind die tödlichen Fallen im Kartenraum zu eurer Zufriedenheit, Don Francisco? Bitte was? Nur ein Narr würde versuchen, sich der geheimen Seekarten zu bemächtigen. Ich versuche mehrere Stimmen auf einmal, damit ich sie wiederfinde. Aber mir riecht, als hätte ich etwas vernommen. Die Stimme eines Ruchlosen, der närrisch genug war, meine Zorn zu wecken. Und den Umstand reizt mich dabei aufs Empfindlichste. Dieser Schurke ist doch tatsächlich noch am Leben. Narren mich nun bereits, meine Sinne. Ist mein abgründiger wie gerechter Hass so stark, dass er mir den Lumpen in Klingenreichweite gaukelt. Oh, wenn ich ihn nur vor mir sehe. Durchbohren würde ich ihn, ihn von seinem hässlichen, kleinen, gemeinen Leben erlösen. Drücke die Pfeile, um in rachsüchtigen Blicken Don Franciscus zu entgehen. Hab nicht genau aufgepasst, aber es war falsch. Ha! Ihm warnt euren Tod, Elender. Das war doch nur die Nasenspitze. Das war wohl der 5-fach-Kombo-Schlag auf einmal. Das ging zu schnell. Aber wir durften es zumindest zuvor speichern. Und es ist zumindest besser als ein saudämlicher Dialog mit irgendjemandem, der uns abknallen möchte. Ist zwar fast das Gleiche, aber das hier macht sehr viel mehr Sinn. So versuchen wir es noch einmal. Schade, dass wir diesmal nicht einfach zurückgesetzt werden, wie bei den anderen Rätseln. Er sind euch, Don Francisco. Ich glaube nicht.
Er versucht euch zu trügen. Er versucht euch zu trügen. Hört nicht auf ihn. Treibst üble Streiche, Wahrhabender. Niemals, hochedler Don. Aber nun ist euer Gesuchter schon wieder hinter euch. Ich schwöre, es ist so. Ja, wollt ihr mich verarschen?